Wann ist der beste Zeitpunkt, um ins Fitnessstudio zu gehen? Vor dem Iftar oder doch danach? Soll ich nach dem Isha-Gebet noch schnell das Taraweeh-Gebet verrichten oder doch lieber meine Muskeln in Form halten und trainieren gehen? Wie kann ich meinen Körper am besten in Form halten? Fragen über Fragen. Kommt euch das bekannt vor? Oder habt ihr euch vielleicht sogar selbst einmal diese Fragen gestellt? Im Internet kursieren sehr viele Videos mit der Frage, wie kann ich im Ramadan trainieren? Meine geehrten Geschwister, wir sind im heiligen Monat Ramadan und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns durch seine grenzenlose Barmherzigkeit diesen gesegneten Monat erreichen lassen. Alhamdulillah. Für viele Muslime bedeutet der Ramadan zu hungern, am Abend zu essen und dann ab zum Training und in Form zu bleiben. Ramadan ist der Monat der Demut. Es war nämlich dieser Monat, in welchem der gewaltige Koran offenbart wurde. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in Surat al-Hashr: Hätten wir diesen Koran auf einen Berg herabgesandt, hättest du gesehen, wie er sich gedemütigt und aus Furcht vor Allah gespalten hätte. Und solche Gleichnisse prägen wir für die Menschen, auf dass sie nachdenken mögen. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, berichtet uns: Wenn der Ramadan kommt, werden die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore des Höllenfeuers geschlossen und die Teufel in Ketten gefesselt. Wer im Monat Ramadan nur für Allah und in der Hoffnung auf Allahs Lohn fastet, dem werden all seine Sünden vergeben. Und diese sind nur einige wenige Aussagen über diesen heiligen Monat. Jedoch reichen sie aus, um uns zu verdeutlichen, welchen Stellenwert der Ramadan bei uns einnehmen sollte. Sind wir denn so rechtschaffene Menschen, dass wir es uns erlauben können, diese wertvollen Tage in diesem Monat sinnlos zu verschwenden? Selbst die beste Generation der Muslime, die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, denen Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies versprochen hatte, wurden durch das Versprechen Allahs nicht überheblich. Nein, im Gegenteil, sie haben sich erst recht bemüht, noch mehr vor Allah subhanahu wa ta'ala zu leisten. Das Einzige, was sie im Ramadan beschäftigte, war die Frage: Wie kann ich Allahs Zufriedenheit erreichen und mich vor dem Höllenfeuer schützen? Ich frage euch, meine lieben Geschwister, was wird uns der schön trainierte Körper bringen, wenn wir zu Allah zurückkehren? Man sollte schon in irgendeiner Art fit sein, doch man muss die Zeit im Ramadan sinnvoller nutzen. Jede einzelne Minute in diesem Monat ist kostbar. Wie sinnvoll ist es im Ramadan, die Ibadah gegen Fitness einzutauschen? So lasst uns diesen edlen Monat Ramadan zum Monat des Gebets, zum Monat der Anbetung, des Koran und des Spendens nutzen, zum Monat der Wiederbelebung unseres Iman und der Reinigung unserer Herzen machen und zum Monat, in dem wir eine grundlegende Veränderung anstreben, sodass wir am Ende gestärkt aus ihm herausgehen und den Islam in allen Bereichen unseres Lebens anwenden. Sport ist etwas Schönes. Niemand sagt, wir sollen uns nicht fit halten. Aber warum muss dieses Thema am Ramadan eine zentrale Rolle einnehmen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, den Ramadan richtig zu nutzen, auf dass wir zu jenen gehören, denen vergeben wird.